Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, hier ist Fabian und heute möchte ich euch den Gameloft-Shooter Modern Combat 3 Fallen Nation vorstellen. Der Titel ist gerade von 0 auf 1 in die App-Store-Charts gestartet. Das ist ein Einstand nach Maß. Das zeugt von den hohen Erwartungen an den Titel. Und im heutigen Test möchte ich euch ein wenig dazu sagen, ob Modern Combat 3 diesen Erwartungen gerecht wird. Die Geschichte von Modern Combat 3 Fallen Nation handelt davon, wie Amerika von einer neuen militärischen Macht, der KPR, einer koreanisch-pakistanisch-russischen Allianz, überrannt wird. Das Spiel startet in Los Angeles und führt euch in 13 Missionen bis nach Alaska und Pakistan, wo ihr versucht, die Machtverhältnisse wieder zurechtzurücken. Modern Combat 3 Fallen Nation spielt in der heutigen Zeit, also braucht ihr nicht mit irgendwelchen futuristischen Waffen zu rechnen. Euer Arsenal beschränkt sich auf die üblichen Maschinen- und Snipergewehre, Pistolen, Panzerfäuste, Handgranaten und Sprengstoffe. Das Besondere an Modern Combat 3 Fallen Nation ist der Umfang, die exzellente Grafik und vor allem die Präsentation. Derzeit gibt es keinen anderen iOS-Shooter, der derart komplex und dynamisch daherkommt wie der Gameloft-Titel. Große Freiheit gibt es in dem Titel zwar nicht, dafür jede Menge geskripteter Ereignisse. Ihr düst von Checkpoint zu Checkpoint und an jeder Ecke kracht und rumst es. Die Feinde kommen im Minutentakt und die ruhigen Momente kann man an einer Hand abzählen. Habt ihr eben noch eine Brücke in die Luft gesprengt, findet ihr euch in der nächsten Situation an einem MG-Geschützturm und mäht die heranrasenden Gegner nieder, während ihr nur wenige Sekunden später von einem Helikopter mit einer Rakete beschossen werdet, um nur in der nächsten Straße einen feindlichen Panzer durch die Mauer rauschen zu sehen. In regelmäßigen Abständen findet ihr euren Helden am Boden liegen, weil mal wieder irgendwo eine Wand oder Decke eingestürzt ist oder eine Granate neben euch explodiert ist. In kleinen, aber feinen Zwischensequenzen werden diese Ereignisse dargestellt, inklusive Wackelbildern, Augenkniepen und Kamerafahrten, was für eine unglaubliche Dynamik sorgt. Neben dem klassischen Ausschalten von bestimmten Zielen müsst ihr in anderen Missionen Gegenstände oder Personen beschützen, Gebäude infiltrieren oder Stellungen halten. Wieder in einer anderen Mission seid ihr nicht auf dem Boden unterwegs, sondern unterstützt eure Kollegen auf dem Boden aus der Luft. Bei allem Lob für Modern Combat 3 Fallen Nation, mich persönlich hat der Titel nicht so wirklich geflasht. Zum einen ist der Titel vor allem ein gefundenes Fressen für iPhone 4S und iPad 2 Besitzer. Mein iPad der ersten Generation hatte in einigen Szenen ganz schön zu kämpfen und zeigte die Bildschirmaction nicht wirklich flüssig an. Zum anderen, mir kommt Modern Combat 3 Fallen Nation noch nicht wirklich ausgereift vor. So bleibt man häufiger an irgendwelchen Ecken hängen, vielleicht auch, weil die Levels manchmal etwas eng und vollgestellt sind. Aber gerade auch in den Szenen in der freien Natur bleibt man gelegentlich an unsichtbaren Kanten hängen, was im Gefecht nicht gerade förderlich ist. Des Weiteren kann man gelegentlich durch Bäume und Wände schießen, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Außerdem fand ich den Schwierigkeitsgrad nicht gut ausbalanciert. Es gibt Stellen im Spiel, da stirbt man einfach sehr schnell und sehr oft, weil sich bei den zu tausenden heranstürmenden Gegnern irgendwo doch noch einer versteckt hat. Ebenfalls nicht gut ausbalanciert ist das Waffensystem, denn es ist im Grunde fast egal, welche man nimmt. Lediglich bei großen Zielen wie Brücken oder Helikoptern braucht man schweres Geschütz wie eine Panzerfaust. Die Steuerung, die sich am Genre Standard orientiert, funktioniert ordentlich und man kann sogar die Buttons an die Stellen des Bildschirms legen, wie es einem beliebt. Dennoch hätte ich mir auch hier ein bis zwei zusätzliche Steuervarianten gewünscht. Es kommt durchaus im Eifer des Gefechts mal vor, dass man, statt sich umzuschauen, direkt auf den Feuerknopf kommt. Darüber hinaus sind die an sich abwechslungsreichen Missionen leider auch etwas ermüdend, denn im Grunde geht es häufig einfach nur darum, einen bestimmten Punkt zu erreichen und dann so viele Gegner wie möglich über den Haufen zu schießen.
Über die gegnerische Intelligenz habe ich bislang noch gar kein Wort verloren. Das hat auch seinen Grund, denn sie ist mehr oder weniger gar nicht existent. Die Gegner gehen einfach ihre vorgegebenen, einprogrammierten Pfade, egal ob da vorher einer gerade umgemäht wurde oder nicht. Wer will, kann Modern Combat 3 Fallen Nation auch im Mehrspielermodus spielen. Das geht über lokales WLAN oder übers Internet. Hier dürft ihr euch mit bis zu 11 anderen Spielern auf 6 Karten und reichlich Einstellungsmöglichkeiten messen. Das macht einen Heidenspaß, mal abgesehen davon, dass die Gameloft-Server zum Start des Spiels scheinbar schlichtweg ein wenig überfordert sind. Mein Fazit: Auch auf die Gefahr hin, mich vielleicht nicht ganz so beliebt hier zu machen, mir hat Modern Combat 3 Fallen Nation nicht ganz so gut gefallen. Dafür hat es im Kampagnenmodus einfach zu viele kleine Mängel, da kann auch die grandiose Präsentation nicht drüber hinwegtäuschen. Dennoch würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Was denkt ihr über das Spiel? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Euer Fabian. Take out one of them, I'll get the other. Shot, Walker.